Willkommen mitten im Mix. Schön, dass du da bist. Hast du Lust, mit uns ein Zeichen für ein besseres Zusammenleben in der Gesellschaft zu setzen? Dann bist du hier richtig. Mitten im Mix geht es um uns alle. Aber jetzt sind wir gespannt auf dich, auf deine Identität, auf deine Erfahrungen, deine Fähigkeiten und auf deine Visionen. Jeder Mensch ist einzigartig und deshalb fragen wir dich: Wer bist du denn? Ich bin ein Mensch und ich werde oft Olive genannt. Ich bin S-A-S-U. Ich bin noch ein Kind. Ich bin ein Junge und ich bin 8. Ich habe viele Freunde und habe eine Familie. Und ich bin einer, der alles hat. Augen, Nase, auch viele Talente habe ich. So, ich bin halt einfach ich. Hallo, ich bin Satin, ich bin 12 Jahre alt. Ich komme aus dem Iran. Ich habe ein paar Jahre im Iran gelebt. Danach habe ich 3 Jahre in Türkei gelebt, aber jetzt bin ich in Deutschland. Ich lebe jetzt in Deutschland, weil ich will ein besseres Leben haben. Ich bin ein Mädchen und mich gibt's nur einmal auf dieser ganzen großen Welt, so viel ich weiß. Ich bin ein Mensch, ich bin hier 11 Jahre alt und ich komme aus Syrien. Ich bin die Alice, ich werde auch manchmal Alice genannt. Das gefällt mir am meisten. Und deswegen bin ich da mit einem Mix. Und was ist an dir so besonders? Mich macht besonders, dass ich gut mit Freunden klarkomme. Mit der Schule, mit dem Hort und zu Hause. An mir sind die Menschen besonders und die ganze Welt. Da gibt es viele Dinge. Und an mir ist Zeichnen besonders. Dass ich korrekt bin. An mir ist besonders, dass ich meine Welt immer beschützen will. Ich will nicht, dass die Bäume alle abfällen. Ich möchte auch, dass sie gesund sind und dass die Vögel Nester bauen da können. Und ich mag auf gar keinen Fall, dass Blumen abgepflückt werden. Und auf gar keinen Fall darf man einfach so eine Blume pflücken. Ohne zu fragen, darf man das nicht, weil die Blumen dann nicht mehr wachsen. Und das will ich halt nicht. Ich kann halt gut klettern. 2 Sprachen. Und habe viele Erfahrungen. Ich bin lebensfröhlich. Ich liebe die Welt. Ich mag Farben. Und bin fast nie traurig oder sauer. Und jetzt besonders, dass es mich nur auf dieser ganzen Welt nur einmal gibt. An mir ist es, bei jedem Menschen ist es besonders, dass man es nur einmal. Niemand ist doppelt auf der Welt. Niemand gibt's doppelt mal. Und jetzt möchten wir dich fragen, wie stellst du dir die perfekte Welt vor? Ich stelle die perfekte Welt vor mit Gesundheit und Glücklichkeit, ein gutes Leben, ein gutes Welt mit so Dinge und ja. Ich stelle dir die perfekte Welt vor, als ich jeden Tag entspannt fahre,
Dass ich jeden Tag Süßigkeiten essen, ohne dass mir schlecht wird, oder ich Zähne putzen muss, ohne dass Karies und Baktus mir Löcher in die Zähne machen. Ich hätte mir gewünscht, dass dieses Coronavirus endlich mal weg wäre und wir alle nicht mehr diese doofe Maske tragen müssen. Und dass wieder normale Schule ist. Dass es halt so viel Frieden gibt und dass die Welt halt besser wird. Ja, so stelle ich mir die Welt vor. Damit es überall Frieden gibt und damit halt niemand stirbt und das ist halt viel, so viel besser. Und ja, Frieden ist halt was Schönes. Dass Götter und keine Kriege, keine Weltverschmutzung nicht mehr da wäre. Und dass es ja keinen Krieg gäbe, wenn die Götter uns geholfen hätte, wie Herkules, Poseidon und so weiter. Dass es schön aussieht und magisch, dass die Sonne sehr viel scheint und dass nicht jeden Tag Regen kommt, weil das irgendwie nervt und nervt. Dann muss ich halt immer drin bleiben und Regenschirme, Regenschirme, Regenschirme. Und ich weiß nicht, warum das kommt. Vielleicht wisst ihr das. Nicht. Lebensfroh, bunt, mit viel Glitzer und dass sich niemand hasst. Aber ein bisschen Streit muss sein, es ist einfach, gehört zu der Welt. Dass nicht alle Leute arm sind, kein Streit und kein Krieg mehr. Das Krieg ist das Wichtigste, dass es nicht gibt, weil im Krieg ist meine Mutter gestorben. Und ja. Und das war das erste Mosaik mitten im Mix. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und bis dahin schöne Zeit. Ja.